Im bunten Slowmobil-Bauwagen dürfen Kinder selber kochen. Das macht Spaß, ist lecker und gesund. In der Kinderküche Frankfurt wird für Kitas gekocht. Saisonal, mit viel Gemüse und den Kleinen schmeckt's. Ein Samstag vor einem großen Frankfurter Supermarkt. Der zauberhafte Kinderkochwagen steht heute hier, um Werbung für eine gute Idee zu machen. Kinder sollen erfahren, wie schön es ist, mit gesunden Lebensmitteln zu kochen und wie viel besser das schmeckt als fertig gekauftes Essen. Die ersten Kochschülerinnen sind schon da. Uschi und Ralf Pflock opfern einen großen Teil ihrer Freizeit für das Projekt, das eine Idee von Slow Food ist. Für diesen Tag haben sie sogar einen bekannten Frankfurter Koch gewinnen können, Jörg Döpfner aus Sachsenhausen. Im Wagen liegen die Utensilien schon bereit. Kleine Kochmützen und erstaunlich große Messer. Damit dürfen die Kinder arbeiten? Da, also wir versuchen es damit. Wenn es nicht klappt, gibt es noch kleinere. Aha. Aber unterall passiert ja nichts. Ich meine, die sehen gefährlich aus. Ja gut, die Spitze ist weg, die sind abgeschliffen. Sonst sind die genauso scharf wie jedes andere zu Hause. Aber bis jetzt hatten wir Glück. Kinderschürzen gibt es auch. Die hat ein Sponsor spendiert. Ein ganz besonderer Spaß sind die Kochmützen, die die Kinder selber mit ihrem Namen beschriften sollen. Isabella. Okay. So kann der Koch die Kids immer mit Namen ansprechen. Zwei, drei. Okay, so. Wir machen mal Semmelknödel. Weiß jemand, was Semmelknödel sind? Okay, wir brauchen den Hauptbestandteil, sind Brötchen. Das sind alte Brötchen, oder was heißt alte Brötchen, das stimmt gar nicht. Brötchen, die vom Tag vorher sind, also von gestern. Und die schneiden wir jetzt gleich klein und dann kommen da noch Eier und Milch dazu. Und dann machen wir nachher kleine Klößchen von und die kochen wir. Und dazu machen wir einen Pilzragout. Dann kriegt jetzt jeder mal ein Brett und dann holen wir die Messer dazu. Elisabeth. Isa, möchtest du auch mit so einem großen erstmal probieren oder lieber ein kleines Messer haben? Anouk traut sich, das große Messer zu nehmen. Sie ist schon 7. Und dann legt ihr die so mal hin und dann so schneiden. Ja? Mit die Seite? Genau, ja. So, dann. Gar nicht so leicht. Schwer, gell? Für mich das ist ein bisschen schwer, aber ganz gut. Weißt du was? Normalerweise steht das Slowmobil an Kindergärten, Horten und Schulen. Da gibt es viele Kinder, die noch nie den Kochlöffel geschwungen haben. Heute ist das etwas anders. Hast du schon mal gekocht? Wer? Nein, ich habe noch nie. Noch nie? Wer hat denn schon mal was gekocht von euch? Du? Was machst du das mit deiner Mama? Ja, und ich habe auch einen Kinderbuch. Also ich backe immer. Ja? Ich immer koche mit meiner Mama und ich bin mit immer, ich koche mit meiner Mama und backe ich auch. Ah, wie schön. Macht das Spaß? Ich mache immer Spiegeleier oder Rühreier oder Pfannkuchen. Ui, na dann habt ihr ja schon Erfahrung. Und dann ist es doch passiert. Das ist nicht schlimm, du kriegst ein wunderschönes Pflaster. Lutsch noch mal aus. Der Kinderkochwagen ist auch für solche Fälle bestens ausgestattet. Die Zwiebeln schneidet Jörg Döpfner dann doch lieber selbst. Und dann noch mal in der Mitte, Unter bewundernden Blicken. Die Pilze für die Rahmsoße sind unkomplizierter. Jeder nimmt mal 2 Pilze. Während die Kids sie schön klein schneiden, brät der Koch die Zwiebeln für die Semmelknödel an und gibt sie zu den Brotwürfeln in den Topf. Kann man die auch roh essen? Besser nicht. Also man kann das natürlich, aber... Ich lieber nicht. Isa ist erst 5 und mit großem Eifer dabei. Das ist jetzt im Endeffekt... Nee, die kannst du auch Petersilie. Dann nimmst du noch. Und jetzt kommen die Eier. Da wollen alle mal ran. Entschuldigung, aber...
Das ist noch kleiner. Oh. Bisschen noch. Also möglichst ohne Schale. Ja. Super, die Schale jetzt hier rein. Dann machen wir die Petersilie von da noch rein und die andere Petersilie nehmen wir dann. Pfeffer und Salz kommen aus der Mühle. Du das auch noch. Das ist so viel, muss da rein. Festhalten hier unten und richtig festhalten. Nicht hier unten nur und ich drehe oben. Oder wir drehen zusammen. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen Milch dazu. Milch? Ja. Ich fang mal. Auch die Muskatreibe ist interessant. Ich gebe dir die Schüssel noch. Für die Soße. Auf die Finger aufpassen, weil wenn du dich damit reibst. Okay. Blutet schon? Nein. Natürlich haben alle Kinder vorher die Hände gewaschen, denn jetzt kommt das große Knatschen. Dann lassen wir sie im Kreis einmal laufen. Ideal für einen Kinderkochkurs. Du musst einmal mit der Hand die Hand so machen und gehst einmal bis auf den Boden. Und dann wieder nach oben, wie so eine Backerschaufel. Und jetzt nach oben. So, dass du einmal den Teig von unten mit nach oben nimmst. Weil unten ist die Milch. Die ist nach unten durchgelaufen. Kochen ist eine sinnliche Erfahrung. Auch das sollen die Kleinen hier lernen. Dann ist erstmal Händewaschpause. Zeit, sich in einer anderen Kinderküche umzuschauen. Sie ist in Frankfurt-Bornheim zu finden. Auch hier ist alles auf die kleinen Köche abgestimmt. Die Kindergeburtstage sind sehr beliebt. Morgens kochen aber die Erwachsenen für Kinder. Catering für Krabbelstuben. Heute steht eine Suppe aus Wintergemüse auf dem Speiseplan. Die Maschine schnetzelt alles schön klein. Christina Denbrock ist die Chefin. Sie hat Ernährungswissenschaften studiert und liebt es, für Kinder zu kochen. Die Kinderküche hat sie vor 5 Jahren eröffnet und setzt im Catering auf frisch gekochte, gesunde Gerichte. Das ist für Kinder, wie alt sind die? Die Kinder sind zwischen 1 und 4 Jahren alt ungefähr. Und die essen das? Die essen das, ja. Man muss es halt gut würzen bzw. vorsichtig würzen für die Kinder. Aber es sind ja auch noch Kartoffeln und Karotten mit dabei. Das heißt, die heben dann den heftigen Geschmack auch teilweise wieder ein bisschen auf. Aber es ist wichtig, dass die Kinder das kennenlernen. Und die Eltern möchten das gerne? Ja, durchaus, natürlich. Also wir als Caterer legen auch unglaublich viel Wert darauf, dass da wirklich auch alle möglichen Gemüsesorten verwendet werden bei uns. Viele der Krabbelstuben in der Umgebung sind schon lange ihre Kunden. Christina Denbrock steht im regen Austausch mit den Kindergärtnerinnen und Eltern. So weiß sie genau, was die Kids besonders mögen. Es gibt sogar Feedbackbögen, wie wohl diese Suppe ankommt. Aus was besteht denn jetzt diese Suppe hier? Also wir haben in der Suppe Lauch, das sieht man hier, das ist das Grüne. Lauch ist auch unter anderem ein Wintergemüse und enthält ganz tolle, wichtige Inhaltsstoffe, zum Beispiel so Schwefelverbindungen, die ja dann entstehen, wenn sich entwickeln, wenn man den Lauch schneidet, was dann so ein bisschen in den Augen brennt, diese ätherischen Öle, und die sind auch antibakteriell, also helfen sie ganz gut, im Winter fit zu bleiben. Dann haben wir hier Steckrüben, das ist das Gelbe hier. Und Steckrüben werden jetzt immer mehr auch, akzeptiert und wiederentdeckt. Früher im Zweiten Weltkrieg gab es den sogenannten Steckrübenwinter, und da habe ich gelesen, dass die Steckrübe dann sehr verpönt war, weil sie hat in dieser Zeit natürlich die Menschen vom Verhungern gerettet. Allerdings gab es dann 3, 4, 5 Mal am Tag nur Steckrübe, und irgendwann wollte die Bevölkerung keine Steckrüben mehr sehen. Trotzdem ist die Steckrübe ziemlich gesund und auch lecker, natürlich auch etwas intensiver im Geschmack. Dann haben wir hier noch, das ist das hellere hier, das ist Petersilienwurzel, das ist das da. Auch toll und voll mit Inhaltsstoffen. Petersilienwurzel kocht man mit, während man die Petersilie, also das Grüne, ja erst dann im Nachhinein zu einer Suppe dazu machen würde. Wir haben Kartoffeln da drin und auch Karotten. Und das wird jetzt einfach alles zusammen gekocht. Ich habe es auch schon etwas gewürzt. Und dann warten wir, bis es weich ist, und dann können wir es nochmal abschmecken und dann abfüllen. Wir haben noch etwas Salami dafür. Wir haben Rindersalami, die wir dann zum Verfeinern einfach noch da dran machen. Die würzt auch nochmal nach, das heißt, da müssen wir aufpassen, weil es ist ja auch das Essen für Kinder. Da müssen wir natürlich sehr vorsichtig sein mit Salzen und Würzen.
Und diese Rezepte haben Sie selbst entwickelt? Also Rezepte, ich suche immer ganz, ganz viel in Kochbüchern. Ich gucke im Internet. Ich folge verschiedenen Seiten, die verschiedene Rezepte anbieten, vor allen Dingen auch immer passend zur Jahreszeit. Aber irgendwann hat man auch so seine Rezepte im Petto. Wir machen das jetzt seit 4 Jahren und irgendwann hat man die dann einfach auch so drauf und überlegt halt auch immer, was man so anbieten kann. Aber wir haben dort hinten im Regal unglaublich viele Rezepte und ja, da schauen wir einfach immer nach und holen uns neue Ideen. Wir wollen aber auch nicht zu viel Neues immer anbieten, weil es geht ja hier auch um Kinderessen. Die Kinder sollen sich auch an den Geschmack gewöhnen können. Trotzdem haben wir so 1-2 Mal im Monat was ganz Neues mal auf dem Programm. Natürlich essen Ihre Kinderkunden auch am liebsten Spaghetti mit Tomatensauce, aber eben nicht nur. Nudeln gibt es nur montags, dienstags Suppe, jeder Wochentag hat sein Hauptthema. Die einzelnen Gerichte werden im Wochenplan im Voraus festgelegt. Auch Nachtisch bereiten sie selbst zu. Heute Quark mit frischen Mandarinen. Viel Arbeit für die Praktikanten. Fleisch oder Wurst gibt es nur 2-mal die Woche. Schweinefleisch gar nicht, auch aus gesundheitlichen Gründen. Jetzt wird es vorsichtig anpüriert, damit die Flüssigkeit sich ein bisschen mehr bindet. Auch die Kinderküche wird vom Gesundheitsamt überwacht und muss von jedem Gericht eine Probe aufbewahren. Außerdem muss Christina die Temperatur messen und in eine Liste eintragen. Viel Verantwortung. Mit 3 Euro pro Kind muss sie auskommen. Jetzt ist Beeilung angesagt. Die erste Krabbelstube will schon um 11 Uhr beliefert werden, damit die Kinder noch einen Mittagsschlaf machen können. Ich bin gespannt, wie es nachher ankommt. Vielleicht verspreche ich auch zu viel. Da ist jetzt auch schon das Brot drin. Zum Nachtisch gibt es außer Obst abwechselnd auch selbstgebackenes wie Zimtschnecken oder andere süße Teilchen. Der kühle Quark kommt in eine Extrabox. Die Suppe soll heiß bei den Krabbelstuben ankommen. Schon ist der Fahrer da und bringt die erste Fuhre Mittagessen schnell zu den Kunden. Mal sehen, wie die Suppe den Kindern schmeckt. Manche Kitas beliefert Christina Denbrock selbst, wie die wilden Watze im Prüfling. Sie wird schon erwartet. Zack, zack. Karin kommt mit schwerem Gepäck hier. Ja, Mittagessen. Ja. Die wilden Watze sind um die 2 Jahre alt und sehr friedlich. Sie lassen sich brav die Hände waschen vor dem Mittagessen. Lätzchen um und hinsetzen. Heute fehlen ein paar. Normalerweise ist der Tisch voll besetzt. Piep, piep, Mäuschen, komm aus deinem Häuschen. Mäuschen, sag mal piep, guten Appetit. Lasst es euch gut schmecken. Die Kinder bekommen zuerst einen gesunden Salat, der ihnen offensichtlich gut mundet. Besonders die Tomaten haben es ihnen angetan, auch wenn es nicht so leicht ist, sie auf die Gabel zu spießen. Dann kommt die Wintersuppe mit Steckrüben auf den Tisch. Sie hat jetzt genau die richtige Temperatur. Werden die Kinder die mögen? Erzieherin Sabine Schuld erstaunt das stille Gemümmel nicht. Die Kinder essen ja hier echt toll, diese Suppe. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Sind die allgemein so, dass die viel essen hier? Ja, doch. Also sie essen auch sehr gerne Gemüse, sie sind so gewohnt. Ja, von Anfang an eigentlich. Auch die neuen Kinder, die gewöhnen sich da recht schnell mit dran, das mit zu essen. Und was sind so die Hits? Brokkoli, klar, Nudeln sowieso auf jeden Fall. Aufläufe essen unsere Kinder sehr gerne, ja. Irgendeine Beraterin hat uns auch mal erzählt, dass ein Kind 7-mal ein Essen angeboten bekommen sollte, um auch zu entscheiden, es schmeckt mir oder es schmeckt mir nicht. Also nicht gleich beim ersten Mal denken, schmeckt ihm nicht, esse ich nicht. Der muss sich erst nach und nach entwickeln, der Geschmack der Kinder. Die kommen ja nur mit dem Geschmack der Muttermilch, die leicht süßlich schmeckt, zu uns. Manche haben schon ein bisschen feste Nahrung gegessen, andere sind mit Brei groß geworden und so peu à peu entwickelt sich einfach der Geschmack der Kinder. Für süß, für herzhaft, sauer,
Sauer lieben die Kinder auch. Zum Beispiel Cornichons zum Frühstück. Aha. Früh übt sich. Aus diesen Kindern werden sicher mal richtige Feinschmecker. Das Slowmobil ist in erster Linie für die Kinder gedacht, deren Eltern sich nicht mit gesunder Nahrung beschäftigen und auf Fastfood und Convenience-Produkte setzen. Um diesen verhängnisvollen Trend zu stoppen, wenden sich die Macher mit dem bunt bemalten Wagen direkt an die Kinder. Es gibt sehr, sehr wenig Kinder oder immer weniger Kinder, die eine richtige Verbindung zu gekochtem Essen haben. Und da dieses weder gesund noch sonst irgendwie erstrebenswert ist, haben wir das Slowmobil ins Leben gerufen und fahren jetzt zu Kindertagesstätten und Schulen und versuchen, die Kinder für selbstgekochtes, gutes Essen zu begeistern. Und das gelingt uns. Es ist ein ganz einfacher Vorgang, wenn die Kinder mit ihren kleinen Händen dann Zwiebeln schnippeln und Gemüse schnippeln und Kartoffeln schälen und dann das gebraten oder gekocht wird und sie selbst dann umrühren dürfen, dann, und das kommt was vollkommen Überraschendes dabei raus, nämlich dass das schmeckt. Dann sind die Kinder so begeistert. So, guck mal, hier sind überall so kleine Dritte. Alle mal hinstellen dann. Das wollen wir jetzt machen? Das zeige ich euch jetzt gleich. Jetzt sollen die Knödel geformt werden. Na, eine Hand reinstecken und dann verreiben wir das erstmal. Okay. Nur die wollen. Wer nicht will, muss nicht. So verreiben. So, dann ein bisschen von der Masse nehmen und wie so ein Knödel drehen. Richtig schön ein bisschen festdrücken. Bisschen von der Masse. Ja, das nennt man Masse. Ein bisschen von den eingeweichten Knödeln. So, hier. Und drehen. Drehen, drehen, drehen. Und wenn man es fertig hat. Dann da drauflegen, genau. Ja, das ist super. Im Slowmobil haben sie inzwischen ein großes Repertoire von Rezepten, die Kinder ganz sicher mögen. Nicht nur Spaghetti mit Tomatensauce. Schmeißen wir jetzt. So, gut, die machen wir danach. Die machen wir nachher rein. Jetzt lassen wir das erstmal einmal aufkochen, damit die gar werden. Nee, den dann noch mit den. Während die kleinen Köchinnen weiterrollen, fängt Jörg Döpfner mit der Pilzrahmsoße an. Auch ganz einfach. Zwiebeln anbraten, dann die Pilze dazugeben. Alle Rezepte, die hier gekocht werden, sind günstig und schnell zuzubereiten. So können die Kinder ihre Eltern am besten überzeugen, das auch mal zu Hause nachzumachen. Die Pilz-Zwiebelmischung wird mit Sahne und Gemüsebrühe angegossen, geköchelt, mit Pfeffer und Salz, Muskat und nach Gusto mit verschiedenen Kräutern gewürzt. Und dann ist es schon soweit und die Kinder können den Tisch decken. Das ist so ein bisschen wie so ein Soßenbinder, dass die Soße ein bisschen dicker wird. Jetzt blubbert alles. Ja, jetzt blubbert es, dann ist fertig. Gleich fertig. Jetzt probieren wir das nochmal. Schmeckt oder muss noch ein bisschen Salz oder Pfeffer noch dran? Nee, Salz. Bisschen Salz noch? Aber nur ein bisschen. Oder ein bisschen Salz noch. Noch reicht. Ja? Noch ein bisschen Petersilie. Und einer macht hier was rein. Ich bin ein Katzenbaby. Und dann kann serviert werden. Mit Pilze? Ich auf jeden Fall. Die meisten Lebensmittel, die hier verarbeitet werden, kommen von Sponsoren. Anders wäre das Projekt gar nicht zu finanzieren. Wenn das Slowmobil im Einsatz an den Schulen ist, zahlen die Eltern einen Mini-Beitrag von 1 Euro für solch einen Kochkurs. Es scheint zu schmecken. Nicht nur den Kindern. Kochen Sie gerne für Kinder, oder? Ja, also ich habe 3 eigene. Natürlich koche ich gerne für Kinder. Es ist auch das ist interessant, weil wirklich Kinder sind ehrlicher als Erwachsene. Die Erwachsenen sagen halt mal eher so, na gut, es war okay. Kinder sagen, nee, schmeckt nicht mehr, schmeckt. Und Ihre eigenen, müssen die essen, was auf den Tisch kommt? Ja gut, mittlerweile weiß ich, was die essen. Dann gibt es natürlich das, was sie mögen.
Genau das, was Kinder mögen, ist auch in dem Kochbuch, das sie noch geschenkt bekommen. 20 der beliebtesten Rezepte aus den letzten Jahren des Lohmobils. Eine schöne Anregung, gemeinsam mit den Eltern etwas Gesundes zu kochen. Das Design ist besonders kinderfreundlich, mit Bildern zum Ausmalen. Der Verkauf des Buchs ist eine kleine Einnahmequelle für das wichtige ehrenamtliche Projekt. Die Kosten sind enorm, wie der Unterhalt und Transport des Bauwagens. Deswegen darf die Spendierhose nicht fehlen. Heute noch wird der Kochwagen wegtransportiert. Morgen ist er wieder im Einsatz an irgendeiner Kita in Frankfurt. Sie werden freudig erwartet, wie immer. In der Kinderküche hat Christina Denbrock inzwischen die Zutaten für einen Wirsingstrudel bereitgestellt. Sie weiß, der schmeckt Kindern und Erwachsenen. Also zuerst mache ich den Wirsing klein. Ich habe ja einen wunderbaren Wirsingkopf. Der wiegt ungefähr 900 Gramm, wenn man dann so alles abgeschnitten hat und die äußeren Blätter auch ein bisschen abgemacht hat. Dann hat man vielleicht noch so 750 oder 700 Gramm und das reicht vollkommen dafür. Ich halbiere ihn mal. So sieht er von innen aus. Und dann werde ich jetzt mal da Wasser drüber laufen lassen. Hier ist zum Beispiel auch, das werde ich dann nachher noch rausschneiden. Da muss man dann sich einfach so ein bisschen rantasten, dass man das schön sauber macht. Jetzt werde ich aber erstmal die äußeren Blätter noch abmachen. Sie nimmt am liebsten Wirsing im Catering, denn das ist die Kohlsorte, die Kinder am besten vertragen. Hier haben wir jetzt unseren Strunk. Den werde ich jetzt als erstes entfernen, weil ich den nicht mit klein schneiden möchte. Den wollen wir auch nicht mitessen. Den schneide ich so keilförmig raus, sodass man ihn dann einfach rausbrechen kann. Und das Ganze schneide ich jetzt erstmal so längs. Weil wenn es später Kinder essen sollen, dann ist es immer gut, wenn die Stücke möglichst klein sind. Und wenn sie so längs geschnitten sind, fange ich an, so runterzuschneiden und dann hat man von vornherein kleine Stückchen. Das ist Rapsöl, wenn man das ganz gut erhitzen kann. Und so. So. Darin wird der Wirsing angebraten. Und mit einem halben Teelöffel Salz gewürzt. Wir machen mal 10 Minuten. Für die Wirsingfüllung braucht sie außerdem Sahne, Gemüsebrühe, Zitronensaft und Schale, Thymianblättchen, klein geschnittenen frischen Ingwer und Mehl. Jetzt mache ich den Ingwer dazu. Und den Thymian. Falls der Wirsing zu sehr bräunt, kann man jetzt schon ein wenig Wasser hinzugeben. Vom Mehl braucht sie nur einen Esslöffel. Das stäube ich jetzt so drüber und das bindet dann nachher. Jetzt wird es höchste Zeit für die Sahne. Also das wird ja ein komplettes, so richtig satt machen, das Gericht. Ne? Und jetzt kommt die Hälfte der Gemüsebrühe drüber. Jetzt mache ich unterrühren, mache ich es noch mal heißer, dass das Mehl dann auch andicken kann. Dafür brauchst du eine gewisse Temperatur. Ich muss nur gucken, dass es jetzt nicht anbrennt. Jetzt sieht man schon, dass es ein bisschen dickflüssiger wird durch das Mehl. Hier, die Masse ist nicht mehr ganz so flüssig. Und kann zum Abkühlen möglichst dünn auf einem Blech verteilt werden. Nun reibt Christina die Zitronenschale auf den Wirsing. Die gibt so vielen Gerichten einen aromatischen Kick, auch dem Kohl. Dazu Saft von einer halben Zitrone, Pfeffer und Salz. So, jetzt kann das schön abkühlen. Und in der Zeit mache ich den Nudelteig. Der besteht aus Mehl, Grieß und Ei. Das kommt alles in die Schüssel zusammen.
Hier ist es gut, wenn man das vorher schon mal so ein bisschen vermischt. Jetzt kommen 2 Esslöffel Olivenöl dazu. Salz und Eier. Jetzt wird das Ganze umgerührt zu einer festen Masse, die nicht mehr klebrig sein darf. Sonst wird es uns nachher sehr schwer fallen, das auszurollen. Dann geht's ans Kneten mit der Hand. Ist auch immer die Größe der Eier. Muss man ja auch irgendwie mit einrechnen. Mit Nudeln kennt sie sich aus. Circa 3-mal die Woche finden hier Kindergeburtstage statt. Und da steht Nudelmachen ganz hoch im Kurs. Wir machen ganz normalen Nudelteig mit den Kindern. Also die Kinder machen das dann selber. Jeder macht seinen eigenen Nudelteig. Aha. Dann wird er ausgerollt mit der Nudelmaschine und zugeschnitten. Dann haben wir eine tolle Wäscheleine, wo der dann einfach draufgehängt wird, die ganzen Bandnudeln. Und das ist super. Also die Kinder lieben das und wir finden es toll. Und das ist einfach auch für groß und klein. Also egal, wie alt man ist. Das ist und das wird dann auch Schönes. Gegessen? Das wird gegessen, ja. Also was die Kinder, machen die dann dazu noch? Dazu gibt es zum Beispiel eine Karotten-Tomatensoße, die wir dann auch mit den Kindern zusammen zubereiten. Jetzt haben wir einen super Nudelteig vorbereitet und den können wir dann gleich ausrollen. Der Nudelteig ist wegen des Grießes sehr fest. Da ist es einfacher, die Nudelmaschine zu nehmen. Bei den Geburtstagsfeiern drehen die Kinder mit Leidenschaft die Kurbel. Wenn man so Italiener sieht, wie die das machen. Italienische Köche, da ist man fertig. Ja. Die langen Nudelbahnen legt sie überlappend auf den Tisch. Und jetzt? Jetzt nehme ich mir einen Pinsel und klebe mit meinem Eigelb hier, was ich ja hier extra getrennt habe, die Teigplatten zusammen. Das heißt, ich falte sie hier nochmal auf. Und da, wo die überlappen, werden sie eingepinselt. Damit wäre die Teigplatte bereit zum Belegen mit der Wirsingfüllung. So, die ist jetzt schön abgefüllt. Genau, die ist eisekalt. Und die ist auch schön fest. Das heißt, sie wird uns jetzt nicht noch den Teig durchweichen lassen. Und die machen wir jetzt mal auf die Masse drauf. Der Rand muss dabei 2 cm frei bleiben. Wenn die Füllung verteilt ist, den Rand mit dem Rest des Eis bestreichen. Jetzt kommt das Spannendste. Jetzt muss man erstmal einen Anfang finden. So, und dann fängt man an, das Ganze aufzurollen. Mhm. Bis zum Ende. Man kann den Strudel auch mit Hilfe eines Geschirrtuchs aufrollen. So. Dann mit einem scharfen Messer 5 cm dicke Scheiben abschneiden. Schritt für Schritt in die Form rein. Und das hält gut, weil wir ja durch das Mehl die Flüssigkeit gut angedickt haben. Die Scheiben passen genau in die Form. Jetzt gießt Christina den Rest der nochmal erwärmten Gemüsebrühe zwischen die Strudelscheiben. Gerade so hoch, dass sie noch ein bisschen herausstehen. Der Backofen ist auf 200 Grad vorgeheizt. Den Strudel für 40 bis 50 Minuten darin backen. Und so sieht er dann aus. Man kann ihn gleich essen, aber Vorsicht, heiß. Gut pusten. Sehr lecker. Das ist super. Mir hat er auch super geschmeckt. Ganz besonders von den bunten Tellern der fröhlichen Kinderküche.